dass Ungleichheit in der Gesellschaft, dass Unfairness am Arbeitsplatz, dass das Zurückweisen berechtigter Ansprüche, das Nichterteilen von sozialer Anerkennung oder das Behandeln mit Mangel an Respekt, ganz erhebliche Folgen haben kann, einmal für das Individuum, aber dann auch für die Gesellschaft insgesamt, zum Beispiel hier eben gemessen am Krankheitsstand oder am subjektiven Wohlbefinden, der Menschen. Die eigentliche Pointe ist, glaube ich, dass Fairness- und Effizienzfragen, Gerechtigkeits- und Effizienzfragen sich nicht trennen lassen voneinander. Traditionell hat man in der Wirtschaftswissenschaft gesagt, erst die Effizienzfragen, sozusagen erstmal den Kuchen groß machen, ja, Allokationsfragen, und anschließend guckt man sich die Verteilung oder die Gerechtigkeit an. Und viele Studien zeigen eben, dass unfaires Verhalten oder Menschen nicht mit Respekt zu behandeln, schon auch auf die Effizienz eine ganz wichtige, also schon für die Effizienz eine ganz wichtige Rolle hat und spielt. Und dass die Missachtung solcher Fairness-Prinzipien total effizienzrelevant ist. Und das heißt also, dass Fairness und Effizienz sich nicht trennen lassen. Ich würde das gerne an einem konkreten Beispiel erzählen. Wir haben bei den Arbeitern während des gesamten Experiments die Herzfrequenz gemessen. Und die Herzfrequenzvariabilität ist ein guter Indikator für Stress, kardiovaskulär induzierten Stress. Oder das ist ein Zeichen für Stress. Und je größer die Differenz, also je unfairer die Behandlung des Arbeiters war, desto gestresster waren sie. Wenn ich also jemanden, der viel wollte, sehr wenig gegeben habe, war der extrem gestresst. Jemand, der das bekommt, was er glaubt, was ihm zusteht, war deutlich weniger gestresst. Und das zeigt, dass der Körper auf so etwas wie Unfairness oder Gerechtigkeit unmittelbar reagiert. Das zeigt aber auch, dass die Effizienzfolgen von unfairer Behandlung sehr groß sein können, denn wir wissen, dass Stress krank macht. Ich hatte jetzt gesprochen über den Effekt auf den Körper, auf Gesundheit, auf den Gesundheitszustand eines Körpers. Es gibt andere Effizienzeffekte von Fairness, nämlich auf die Arbeitsmotivation, auf die Arbeitsbereitschaft, auf die Arbeitsleistung. Und wir wissen, dass jedes Unternehmen angewiesen ist, 100% angewiesen auf die freiwillige Kooperationsbereitschaft seiner oder ihrer Mitarbeiter. Man kann jemanden zwingen, zum Arbeitsplatz zu erscheinen, aber ich kann ihn nicht zwingen, motiviert zu sein oder fleißig zu arbeiten. Verträge an dieser Stelle, Arbeitsverträge, sind hoch unvollständig. Und deswegen hat die Firma ein großes Interesse daran, motivierte Mitarbeiter zu haben. Und eine Firma, die keine motivierten Mitarbeiter hat, kann im Grunde genommen dicht machen. Und viele Studien belegen nun, dass die Motivation, die jemand hat, für sein Unternehmen sich einzusetzen, ja, Probleme zu finden, selbstinitiativ zu sein, sich zu engagieren, die Interessen der Unternehmung zu den eigenen zu machen und so weiter, dass das ganz stark davon abhängt, ob der Mitarbeiter glaubt, dass er fair und mit Respekt behandelt wird oder nicht. Und deswegen auch hier an dieser Stelle, Fairness hat eine ganz starke Effizienzwirkung. Und auch hier also ganz deutlich die Trennung von Fairness- und Gerechtigkeitsfragen auf der einen und Effizienzfragen oder Allokationsfragen auf der anderen ist so nicht zulässig. Und ich glaube, dass eine Gesellschaft, die auf den Ausgleich auch schaut, dass Ungleichheit nicht zu groß wird, dass die Diskrepanz zwischen dem, was jemand bekommt, und seiner Leistung nicht zu obszön ist, wie wir das zum Teil bei den Gehältern einiger Manager sehen, dass eine solche Gesellschaft sehr viel besser fährt als eine Gesellschaft, die ohne Rücksicht auf Verluste Ungleichheit erzeugt und wenig sich bemüht, gerade auch Kindern und Menschen in sozial benachteiligten Verhältnissen zu helfen, damit diese Ungleichheit verringert wird.